Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 2. Alles klar bei euch? Freunde, ich habe momentan frei und Urlaub. Und das bedeutet, ich werde jetzt viel im Voraus aufnehmen. Weil ich nicht weiß, wohin mit mir. Nee, weil ich die Zeit gerne nutzen möchte, um auf Vorrat aufzunehmen. Damit ich die nächsten Tage auch ein wenig entspannen kann. Das bedeutet wieder, wenn ich Scheiße baue, müsst ihr es ertragen. Um es kurz zu fassen. So, also, Teleport zur Burg, Freunde. Ich hatte noch, ja, hier habe ich, nein, auf der 10 geht nicht. Nein. So, zur Burg. Zack. In der letzten Folge haben wir uns wieder Mana-Tränke besorgt. Und Milton hat wieder zugemacht, der Penner. Ja, ich wundere mich auch über gar nichts mehr hier. Der Milton. Der macht die Tür immer zu, weiß auch nicht warum. Vor allem, wie er das macht. Er ist ja im Kloster. So, und jetzt ist die Frage. Wollen wir es gleich wagen, uns dem Eisdrachen zu stellen? Wahrscheinlich ist das eine richtig dumme Idee und ich glaube, ich lasse das auch gleich wieder. Ich glaube, ich verwerfe die Idee auch gleich wieder. Oh, guck mal. Wo kommen die denn her? Aber das sind nur zwei. Ich würde ganz gern gleich mehrere umhauen. Da ist noch einer, den könnte ich da hinlocken. Dann hätten wir drei. Weißt du was, das kann ich mal machen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich schaue mich hier nochmal um. Da ist sogar noch einer. Das heißt, wir haben gleich zwei. Oder guck mal, da sind noch mehr. Guck mal hier. Von wegen, die Orks sind Geschichte. Guck mal, was hier noch los ist. Und da hinten die drei... Oh, Alter. Freunde, ich glaube, wir können bald wieder Mana lernen. Hui. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben hier... Die sind aber trotzdem noch sehr weit auseinander. Hühnchenschenkler. Hühnchenschenkler. So, Abstand, Abstand, Abstand. Und dann voll rein. Die rennen mir ja momentan noch hinterher. Mana. So, weißt du was? Zack. Zack. Ich mach gleich noch einen. Und renn mal da drüben hin. Da sind ja noch ein paar Orks. Okay, die haben wir umgehauen. Kriegen die nochmal... Oh, es geht weiter, Freunde. Es geht weiter! Ey, Murat Zeltan, vielen Dank dafür, ne? Das ist ja so krank. So einfach dieses Unwetter wirken kannst, dann einfach da durchlaufen und zack, die fallen in Scharen, Freunde. Boah, ich dachte schon jetzt. Jetzt hat er keinen Bock mehr oder so. Hühnchenschenkler! Zack! Was wollt ihr? Kommt her! Guck mal! Guck dir das an! Oh! Das ist so krank, Alter! Das ist so krank! Du kriegst mich nicht, du Pet. Oh! Alter, er kriegt mich. Scheiße. Schnell, 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 Peter. Schnell, Peter. Petersilius Zwackelmann. Alter. Ist der Drachensnapper noch da? Nee. Okay. Mana, oh, ich weiß, ich sauf das Zeug schon wieder, aber... Und nochmal, komm, komm, komm. Und jetzt, Hechtrolle, komm, gib ihm. Jawohl. Hier noch der Ork, bitte, komm, komm, nimm den mit, nimm den mit. Ich hätte doch gleich noch mehr Mana-Tränke kaufen sollen. Scheiße. Komm, wirk. Jawohl, dankeschön. Hier, ihn auch noch. Das ist so krank, ey. Alter, wir bräuchten noch 10.000, naja, knapp 9.000 Erfahrungen. Wenn wir noch ein paar Orks plätten, dann hätten wir noch ein bisschen Mana. Scheiße. Dass wieder nur einer war.
wenn man sich überlegt, ne, das ist ein Zauber aus dem dritten Kreis. Ja, ich weiß, Freunde, ich hätte es viel eher machen können. Guck mal da oben. Da sind noch ein paar. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit, Freunde. Da lasse ich mich doch nicht bitten und betteln. Das bietet sich doch an. Und nochmal. Und los. Komm, Peter, Hechtrolle. Scheiße, hoffentlich reicht das noch. Komm. Der Elite-Ork hat es natürlich überlebt. Scheiße. Da unten sind noch zwei. Alter, hier, guck mal. Guck dir das an. Hier sind noch so viele Orks. Cool. Also einen Aufstieg schaffen wir bestimmt noch. Und ich glaube, da hinten sind... Alter. Okay, es ist noch lange nicht vorbei, Freunde. Es ist noch lange nicht vorbei. Die nehme ich auf jeden Fall alle mit. Und dann kann ich gleich wieder Mana-Tränke shoppen gehen. So. Wie bitte? Wie war das? Hä? Was? Was ist? Scheiße, scheiße. Hier sind keine mehr. Fuck. Das ist so krank, Freunde. Das ist so krank. Die nehme ich mal jetzt noch mit dahinter. Ich glaube, da müssten noch Orks sein. Ja, guck dir das an. Okay, es wird gleich regnen, wegen des Unwetters, was wir aufbeschworen haben. Ganz kurz, ich will mal kurz gucken, wie viele wir da haben, wie viele Orks. Hier, das ist unser beschworenes Unwetter jetzt übrigens. Ach, fuck. Oh, shit. Okay. Ja, hier sind doch einige. Und ein Teleport. So, jetzt muss ich da nur lebend wieder rauskommen. Eigentlich könnte ich wieder über die Brücke, weißt du was, und dann einfach reinrennen. Junge, dieses Unwetter ist einfach so dermaßen geil. Also, holy macaroni. Ja, ja, kommt. Ich komme wieder, Freunde. Ich komme wieder. So, pass auf. Zack. 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 Und rein da. Rein in die Masse. Und durchrennen. Schnell. Komm. Die nehmen wir alle mit. So, der Elite-Ork müsste noch leben. Ja, ja, komm. Hühnchenschenkler. McHust. Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt wieder ein Unwetter. Auf den wirken, das ist auch bescheuert. Ich nehme den mal mit. Da vorne waren noch Orks. Hühnchenschenkler. Warum nennt ihr mich so? Hört auf! Ich habe keine Hühnchenschenkel. Komm. Der Peter ist ein gut trainierter Mann. Let's go. Der müsste ja dann eh down sein. Jawohl. Komm, die nehmen wir auch noch mit. Sonst noch Orks hier? Da, er noch. Komm. Jawohl. Und das war es hier, glaube ich. Jetzt müsste ich doch eigentlich fast wieder... Fehlt nicht mehr viel, Freunde. Es ist ja krank. Es ist ja einfach nur krank. Irgendwie mache ich mir da gar keine Sorgen mehr, weil es werden ja auch noch schwerere Gegner kommen und ich hoffe, die sind dann natürlich auch anfällig beim Unwetter. Ne, haben sich nicht geimpft und kriegen schnell eine Erkältung. Das wäre natürlich ein Träumchen. Da kriegen wir doch noch Haufen Erfahrungspunkte, Freunde. So. Da haben wir noch Waffen. Die nehmen wir auch noch mit. Okay, ich weiß nicht, ob wir es echt schaffen, diese Folge noch einen Drachen, aber mal gucken. Schwere Ork-Axt. Steintafel des Armbrustschützen. Leck mich doch. Manno. Kann ich den irgendwie aktivieren? Ist auf jeden Fall eine Kiste. Mit nix drin, wa? Doch, Pech, Schwarzperle, Dolch und Gold. Deu.
So, hier noch irgendwas. Schön umgucken, Freunde. Schön umgucken. Ich gucke immer so viel um, aber übersehe dann immer trotzdem noch einen Haufen Sachen. Hier noch eine Ork-Axt. Ich weiß noch, bei 7 in einem Safe-Game bin ich, glaube ich, hier hoch geflüchtet und habe dann Feuerregen gewirkt. Ja, was ist denn mit dem... Den kann ich wahrscheinlich bestimmt nicht benutzen, der ist einfach nur Deko. War vielleicht der aus Gothic 1? Ist der von Gothic 1 noch hier? Kann das sein, dass der jetzt nur noch einfach der Nostalgie halber hier steht? Jetzt gucken wir hier nochmal lang, ob es hier vielleicht noch ein paar Orks gibt. Ja, gibt es tatsächlich. Noch mehr vielleicht? Hühnchenschenkler. Hühnchenschenkler. So, da noch eine Heilwurzel. Oh, guck mal, die Feuerwarane. Die müssten doch bei Unwetter eigentlich... Müssten die doch einknicken, oder? Ja, ja. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich hüpp mal hier hoch. Wirke den Scheiß und jetzt bin ich gespannt. Das wirst du bereuen. Was? Was? Wer? 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 Warum werde ich das bereuen? Nice, die sterben einfach auch. Geil. Wo sind die Orks? Fuck. Gut, die haben wir jetzt nicht mitgekriegt. Was sagen denn die Mana-Tränke? Haben wir noch ein paar, aber die gehen wirklich schnell zur Neige. Wer hat das gesagt? Das wirst du bereuen. Guten Tag. Gestart und gone. Ey, grüß dich. Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Oh, habe ich dich getroffen? Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Nee. Ist schon Beute gemacht? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter. Und ich kann Schreie hören. Ah! Entschuldigung. Was, vielleicht Lester? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Ah, die Kollegen. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Die Kollegen. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Was mit den Orks? Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Massen. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Okay. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kannst nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und Scheiße. Den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ich kann das jetzt mit ihm machen. Das Problem ist nur, dass... Hier, du kannst übrigens hinter die Palisade gucken. Wow, sind da viele Orks. Erkenne ich da hinten einen? Ja, ich glaube... Ach nee, das ist nur ein Stein. Da ist doch niemand. Können die nicht gucken? Ach, die haben den Renderer nicht installiert. Jetzt ist die Sichtweite nicht so hoch. Das Problem ist jetzt, wenn ich Unwetter mache, dann trifft's den Gorn halt auch. Aber der dürfte unzerstörbar sein. Aber dann könnte er trotzdem sauer sein auf mich. Hier, Buddlerfleisch. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Andererseits, wir kriegen halt auch seine Punkte, ne?
Da sind noch Goblins. Können wir nochmal umhauen. Krankalter, dann wieder ein Stufenaufstieg. Sehr schön. Guck mal, die können wir auch so umhauen. Kommt mal her, Mädels. Ja, kommt her. Zack, 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 zack. Gar kein Problem. Bewacht ihr irgendwas? Nein. Nein. Liebe Goblins, sei zu ehrlich. Bewacht ihr was? Dann will ich's wissen. Nein. Nein. Beste Rammstein-Cover übrigens, die ich mir so ausdenke. So, wer ist das denn eigentlich? Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Drachen und so. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. Hatte ich auch mal. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Das ist so cool. Das ist so cool, diese Anspielung auf den ersten Teil immer. Ist sehr schön. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bald hier rauszunehmen. Nee, das brauche ich nicht. Wir probieren es mal einfach. Ich speichere mal hier. Wir gucken mal einfach, was passiert. Lass uns angreifen. Let's go. Wie in alten Zeiten, was? Ja, Mann! Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Ja, bitte. Ich bitte darum. Muss ich ihn nicht fragen. Nice. So, pass auf. Ich speichere jetzt mal hier. Hab ich vorher gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht gespeichert, oder? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal ganz kurz. Ich speichere mal hier auf... Da. Lade jetzt mal neu, weil ich will mit... Ich habe es schon wieder vergessen, ob ich jetzt, bevor ich ihn gefragt habe, gespeichert habe. Ja, habe ich. Okay, alles cool. Let's go. Wie in alten Zeiten, was? Ja, Mann, wie in alten Zeiten. Ich muss mir jetzt nur... muss mir jetzt merken, nicht quicksafen, sondern... neu laden. Guck mal, wir gucken mal, wie er vorankommt. Vielleicht macht er wirklich alles alleine. Vielleicht. Oh, der kann Leben verlieren. Ein Mistvieh weniger. Nimmt der... Nichts zu plündern. Das sind die Echsenmenschen, genau. Komm her, Mist. Okay, ich probiere mal eben kurz, ob ich ihm da irgendwie helfen kann. Yo. Alter, ich verstehe das nicht, warum Google dann immer bei dem Scheiß angeht. Ich habe es vor allem lautlos. Es ist alles lautlos. Warum kann die Google-Stimme dann noch reden? Fuck you. So. Na super. Ich kann also Gorn damit umbringen. Ja, dann werde ich ihm einfach hinterherlaufen und ihm Heiltränke geben. Ich kann natürlich auch versuchen, hier mit meinem Meisterdegen da was auszurichten. Komm her, Mistvieh. Aber ich weiß nicht, ob ich da eine... Ja gut, ein bisschen Schaden mache ich dem. Okay, geht auf ihn und ich komm... Oh Gott. Was, der ist schon tot? Hä? Der hat ja gar nichts aus. Warum? Komm her, Mistvieh. Ey, mal ohne Spaß. Guck mal, hier ist Feierabend. Ich muss ein paar auf mich lenken. Okay, ich muss hier... Oh Gott. Ich muss hier mitmachen. Komm. Stufe gestiegen, Mann. Ein Mistvieh weniger. Alter, ich muss dem erstmal... Okay, er hat... Der hat gut.
Okay, ich brauche ihm. Da ist nichts zu. Warte bitte mal. Gone, gone, gone. Hey, gone. Warte doch bitte mal ab. Gut, ich kann die eh nicht looten. Kommt her, Mädels. Kommt mal her. Na. Den haben wir, gone. Den haben wir. Trink jetzt bitte was. Trink jetzt was. Gone. Warte mal. Dann kriegst du was von mir. Bitte. Hier, nimm den Heiltrank. Ich glaube, das ist der krasse, ne? Wie viel hat er jetzt? Was, so wenig? Warte mal. Warte mal. Dann geht das gleich weiter. Ich glaube, Elixier war das krasse, hier, ne? Nimm den Heiltrank. Ich guck mal eben kurz. Warte mal. Okay, wir müssen ihm ein paar geben. Was, warum kann ich... Warum kann ich jetzt hier. Keinen... Egal, wir machen jetzt einfach hier, so weiter. Nimm den Heiltrank. Wahrscheinlich war das mein letzter. Warte mal. Okay, einen geben wir ihm noch oder zwei? Ja, komm, mach mal, sind wir nicht so hier, knauserig heute. Nimm den Heiltrank. Alter. Okay, im Prinzip kann ich jetzt auch... Nee, ich kann nicht neu laden. Ich will lieber... Speichern wir lieber hier. So, let's go. Wo rennt denn der eigentlich... Warum rennt der jetzt da runter? Ach ja, genau, die Festung. Da war ja was. Alter, der schafft's nicht, die scheiß Armbrust wegzupacken. Alter, Junge. Das wird ja richtig anstrengend. Hier. 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 Ich meine, mit meinem Feuerregen, mit meiner. Hier, nimm den mit meinem Unwetter wär's so easy, ne? Hier. Nimm aber. Den so spare ich halt auch ein bisschen Mana. Hier. Hier. Erstmal speichern. Heilige Mutter, ey. Der hält ja gar nichts aus, ohne Scheiß. Ich meine, dass er nicht unzerstörbar ist, okay. Aber, das muss ich selber machen, Heiltrank trinken. Ach nee, ich habe ja leichte Wunden. Das war ja ein Kinderspiel. So, mein Freund, den Rest musst du allein erledigen. Halt sie ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen, die Orks im Auge behalten. Kein Problem. Ich sehe dich. Hoffentlich. Und jetzt sind da auch schon die Wölfe angekommen. Bitte, Gorn, hoffentlich überlebst du das da durch die Warge. So, wir haben das jetzt... Ich kann jetzt wieder speichern, schnell speichern machen. Wir haben es überlebt. War ja ganz nett, aber... Ganz ehrlich, ich habe mir da irgendwie mehr erhofft. So. Folgendes. Gespeichert habe ich. Ich probiere jetzt... Also wir werden diese Folge doch keinen Drachen kriegen. Ich hoffe mal, da sind jetzt ein paar, dass sich das jetzt auch lohnt. Yo, den Golem. Da ist nichts. Den hauen wir einfach mal um. Gar kein Problem. Ja, es lohnt sich schon. Auch bei zwei Gegnern, wenn die krass sind. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen, Freunde. Das heißt... wir haben wieder 10 Lernpunkte. Okay, das gleiche Spiel wieder. Mana-Tränke habe ich, ja, noch ein paar. Muss ich aber neue kaufen auch noch. Speichern. So, den Steingolem haben wir. Der ist tot. Die sind tot. Ja. Wie geil. Wie cool. Die sterben einfach alle. Was macht er? Da ist nichts. Er hat nochmal einen Bauchklatscher von da oben gemacht. Die sind einfach alle tot. Das ist so krank. Du musst da einfach nur durchlaufen. Ich gucke erstmal rein, wie viel da jetzt noch drin los ist. Ob sich das lohnt. Ey, 7 Mann, ein Safe Game. Wisst ihr noch, wie ich mich hier rumgeplagt habe? Und jetzt laufe ich hier einfach nur durch. Wir greifen die gleich an, Freunde. Hier sind noch die Harpchen, genau. Guck mal, hier ist noch ordentlich was los.
Da müsste auch noch ein... Ich weiß nicht, ob ich... Genau, der Golem. Freunde, passt mal auf. Wir machen es uns doch... Warum sollen wir es uns schwer machen? Ey, Magier ist ja das Coolste überhaupt. Alter, mit den Sprüchen... Da ist ja Feierabend. Da ist ja Feierabend. Guck dir das mal an. Pass auf. Zack. Kommt mal her, Mädels. Gleich mal ein bisschen Weg sparen. Let's go. Let's go. Und rein da. Hallo, Freunde. Sterbt doch bitte alle einfach. Ja, ich höre es schon. Der nicht? Oh, verdammt. Okay, den machen wir noch so. Den machen wir noch so. Ich kann nämlich auch mit der Waffe, mein Freund. Ich kann auch mit der Waffe. Komm. Komm her. Was willst du? Komm. Feierabend. Ich höre hier irgendwo einen Dämon. Der Dämon war hier hinter. Da so. Oh, jetzt hier wieder der Zitterteppich am Start. Eine Bohrwasserflasche. Ach, nehmen wir alles mit. Nehmen wir doch alles mit, Freunde. Mal einen Chemietisch. Guck mal, da ist der... Ich könnte ja eigentlich... Hoffentlich sind die da auch anfällig. Kriechen die da was ab? Anscheinend nicht, oder? Oder sind die noch zu weit weg? Okay, ganz kurz, ich lade mal neu. Hat er jetzt den Regen abbekommen oder nicht? So, Musik ist weg. Zack. Zack. Aber wahrscheinlich nicht, es geht ja da rein. Verliert er wenigstens ein bisschen Leben? Oh ja, ein bisschen. Klein. Okay, ich glaube, da wird nichts mit blocken, Freunde. Komm her. Na komm. Okay, 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 okay. Oh, scheiße. Okay, also ich brauche den, ich brauche das Unwetter nicht an den verschwenden. Ich mache mal den, machen wir gleich mit dem Schwert. Mit einem Hieb meines Meisterdegens. Komm her. Ausweichen nicht vergessen. Komm, Peter, ausweichen. Ich weiß, es dauert lange, Freunde, aber... Oh, fuck. Komm her. Oh, das funktioniert vielleicht. Scheiße, der verliert echt nicht viel Leben. Ich könnte noch einen anderen Zauber versuchen. Oder ich schaff's wirklich immer, wenn er zuschlägt. Komm. Nein, jetzt war er schneller. Schaffe ich das? Der muss mich jetzt noch einmal treffen, dann ist es vorbei, Freunde. Ich meine, wenn wir das schaffen, ja, dann können wir sagen, wir haben einen Dämon mit bloßer Waffe. Okay, wir können es doch nicht sagen. Was mache ich jetzt? Verdammt. Ich habe auch noch mitten im Angriff gespeichert. Nee, doch nicht. Alles cool. Was haben wir noch für Sprüche? Was könnte denen denn so richtig auf den Sack gehen? Der große Feuerball vielleicht? Gucken wir mal, was der so ausrichtet. Wumm. 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 Batz! Ja, gut. Das wird wieder ordentlich Mana kosten. Da ist es wahrscheinlich besser, wenn ich mit Feuerbällen einfach auf den drauf spamme. Auf der 5. Okay, nee. Nee, das macht genauso viel Schaden. Da verbrauche ich genauso viel Mana. Verdammt! Aber Unwetter zweimal, das macht genauso viel Schaden. Also im Prinzip ist es egal.
versuche nochmal. Warum kriegt er denn so gar keinen Schaden? Hat er jetzt... Ah, jetzt hat er Schaden bekommen? Warum? Hä? Hä? Kommt er? Nö. Ist dann vielleicht doch... Oh, komm, 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 komm. Ach, da steckt er ja fest. Da kommt er ja nicht durch, der Penner. Guck mal, wir probieren es nochmal. Unwetter. Oh, okay. Ja, hat jetzt ein bisschen viel Mana gekostet, aber wir kriegen ja auch ein bisschen was zurück. Ist das irgendwas Permanentes vielleicht? Oh, bitte. Nee, das ist nur so ein... Ja gut, der ist auch nice. Okay. Da hatte ich reingeguckt. Brauchen wir nicht reingucken. Oh, die Zeit ist auch schon rum, Freunde. Können wir hier noch was lernen? Erfahrung irgendwie, was? Das kenne ich schon. Nee, das kennt er schon. So, hier können wir auf jeden Fall noch ordentlich looten. Eine Truhe. Käse, Wein, Kohle, Dietrich. Sowas bewacht ein Dämon, müsst ihr euch mal vorstellen. Ach, guck mal hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Den richtigen Schlüssel? Da haben wir noch ein Bett, da kann ich noch schlafen gehen. Einen richtigen Schlüssel? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Den hatte ich ja gelootet. Wo ist denn der Schlüssel? Den finden wir. Silberteller. Gletscherquarz. Alter, wo ist dieser Schlüssel? Vielleicht bei... Ne, Echsenschwert. Oh ja, Alter, Folteraxt. Fischsuppe. High Crowd. Wo finde ich den? Wer hat den Schlüssel? Verwandlung Feuerwaran. Kleiner Lederbeutel. Oh, damn. Hier liegt noch was. Großer Lederbeutel. Großer Feuerball. Schwert. Hier noch Tränke. Aber wo ist der Schlüssel? Ich konnte ja damals noch in den oberen Stock. Ich weiß nicht, ob das hier... Wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Bergkristall. 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 Kristall. Nichts zu holen. Echsenschwert. Guck mal hier. Zange. Ach Mann, wo ist der Schlüssel? Hier irgendwas übersehen. Und wo ist die Musik verdammt nochmal? Liegt der Schlüssel hier mit irgendwo? Nee, hier liegt ein Langbogen. Ich glaube, den Schlüssel müssen wir in der nächsten... Wir müssen den Schlüssel in der nächsten Folge suchen, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich speichere mal hier vom lieben Belia, der mich so süß anguckt. Sieht ein bisschen aus wie Voldemort. Freunde, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir es da schaffen, Drachen zu plätten. Ich hoffe es, aber wir sind auf jeden Fall schon echt gut durchgekommen, meiner Meinung nach. Wir haben mit Gorn überlebt. Mal gucken, ob der wieder angekommen ist. Ich bin gespannt. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.